Hallöchen, neues Video. Jetzt geht's um den SEX10. Er ist noch ein bisschen schmutzig. Okay, das ist gerade, glaube ich, ein bisschen schlecht hier mit dem Licht. Ich drehe das mal ein bisschen runter, so. Ja, Caro kennt ihr. Wie gesagt, ich hatte aber ein paar Fragen. Und dazu würde ich mich jetzt gerne nochmal äußern. Ich hatte euch ja eigentlich ein Einbauvideo versprochen, aber 2 Stunden Video für einen Eimer, Datei konnte nicht erkannt werden. Tja, dumm gelaufen. Auf jeden Fall, ihr seht ziemlich viel Kabellage. Zum Glück sieht man die nicht, wenn die Karo drauf ist. Ja, das ist jetzt der SEX10. Hier ist die Seilwinde, die ihr im letzten Video gesehen habt. Und ich wollte euch erst mal so ein bisschen zeigen, wie ich das nun gemacht habe. Da das Tutorial ja fehlgeschlagen ist. Ihr seht auf jeden Fall schon, Regler und das Steuergerät von der Seilwinde haben einen eigenen Stecker. Und hier ist der Akku. Also musste ich mir eine Weiche bauen. Das geht ja zum Glück relativ fix. Wenn man das alles da hat, anschließen, anschließen. Ups, nehmen wir mal den. Anschließen und anschließen. Somit hat dann alles Strom. So, das kann man dann so ein bisschen hin und her klemmen. Nur aufpassen, dass es halt nicht die Antriebswellen kommt. Jetzt kann ich das Licht, glaube ich, mal ein bisschen höher machen, dass er ein bisschen mehr erkennt. So, hier ist das Steuergerät. Das habe ich hier ist mit Kabelbinder. Ihr seht, hier ist extrem viel Kabelei drin. Hier ist die Lichteinheit mit Steuergerät, hier ist das Steuergerät für die Seilwinde, die ganzen Kabel, 8 Lichterschläuche. Ja, hat man halt das Problem, wenn man so viele Lampen dran macht. Anhängerkupplung ist übrigens jetzt auch dran. Wer bei Facebook mich nicht hat, der wird das noch nicht wissen. So, kommen wir erstmal vorne. Vorne habe ich jetzt, die Lichter waren ja ursprünglich hier. Dazwischen, wo jetzt die Seilwinde ist, die habe ich dann einfach hierhin gemacht, Löcher gebohrt, reingemacht und festgeklebt. Hier oben ist jetzt die Seilwinde drauf. So viel dazu. Lichter, das kennt ihr ja eigentlich alles schon. Und hinten ist die Anhängerkupplung. Ist ein bisschen klobig, ein bisschen groß. Ich habe sie noch ein bisschen nachbearbeitet. Also die war ein bisschen, ja, war schon schön gemacht, aber ich habe sie noch ein bisschen verfeinert. Funktioniert, also macht das, was es soll. Ist aber halt ein bisschen klobig, aber naja, okay. Geht schon. So, dann habe ich ja, einigen ist es aufgefallen, dass hier dieser Schalter fehlt. Der ist hier. Den habe ich abgemacht. Das ist dieser Dreipunktschalter, um die Seilwinde hier vorne nochmal zu bedienen. Hier kommt aber noch eine Kappe drauf. Ich habe bloß noch keine passende gefunden. Den habe ich ganz einfach aus dem Grund rausgemacht, weil ich diese Funktion nicht wollte. Ganz einfach. Ich wollte die Funktion nicht. Ich wollte das Ding nur mit der Fernbedienung bedienen. Und ja, also habe ich das Ganze abgebaut und fertig. Dann wurde ich noch gefragt, warum ich das mit den Luftballons mache und wie. Warum ist eigentlich ganz einfach. Plastidip vertraue ich einfach nicht mehr. Mir ist damals schon zwei Regler. Nee, ein Regler und zwei Servos abgebrannt wegen Plastidip, weil das halt, das ist zu luftdicht und bei Teilen, die viel Strom durchlassen und sowas, ja, kommt halt keine Luft mehr ran und das killt dann die Geräte. Ja, ist jetzt hier nicht der Fall, ist ja richtig, aber ich vertraue der Sache einfach nicht mehr. Und ich habe gute Erfahrungen gemacht mit meinem Steuergerät hier drunter. Das ist auch mit Luftballon gemacht. Und zwar ist es eigentlich ganz einfach. Ihr nehmt einen Luftballon. So, ich habe jetzt bei beiden immer zwei Luftballons genommen. Ich gehe immer auch nochmal sicher. Ich mache den ersten, schneide ich nur hier vorne die Kappe ab, ziehe den dann richtig groß. So, stülp das dann da rein, mach das vorne mit zwei Kabelbindern richtig fest. Dann ist das schon mal dicht. Und zur Sicherheit schneide ich dann den nächsten ein bisschen kürzer, meinetwegen hier. Und stülpe den dann nochmal drüber. Das seht ihr hier ganz gut. Hier ist einmal ein rot-lila Dings und oben drüber nochmal ein Orange noch.
Und das hält eigentlich perfekt. Also ich hatte keine Probleme bis jetzt. Das geht eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Sonst habe ich nichts groß verändert am SE-Extend. Ich habe nur die Federung noch mal ein bisschen verändert. Also er hat jetzt noch ein bisschen mehr Achsverschränkung. Aber sonst, Lenkeinschlag, den kennt ihr ja schon durch dieses Crossed BTA-System. Lipo ist immer noch derselbe, den ich benutze, im Motor auch. Regler ebenso. Da kommt vielleicht später mal ein neuer. Ich habe halt nur noch ein paar mehr Lichter gemacht. Das seht ihr ja, die Unterbodenbeleuchtung. Das sind jetzt insgesamt 8 Schläuche. Und ja. Jetzt kommen wir mal. Jetzt klemmen wir es mal wieder ab hier. Sonst zieht das Steuergerät die ganze Zeit Strom. Das ist natürlich nicht cool. Der Hänger. Mal gucken, ob ich den jetzt überhaupt drauf kriege. Da wurde ich auch gefragt, was damit bis jetzt passiert ist. Also ich habe den auch ein bisschen noch überarbeitet. Ihr seht hier ein paar Sticker draufgekommen. Grip Tape, der Sticker von Mark, rc-hobby-welt.de. Der hat perfekt in der Länge gepasst, dachte ich mir, der muss da drauf. Hier vorne habe ich noch einen Year Racing Sticker drauf gemacht. Hier noch Axial. Dann habe ich hier an der Seite ist noch von Dryfloat Extreme ein Sticker drauf. Hier vorne ist noch ein Axial-Logo. Ja, wie gesagt, Grip Tape drauf gemacht. Felgen sind Onroad-Reifen, wie ich ja gesagt habe. Ich habe die Federung noch ein bisschen bearbeitet. Das geht jetzt eindeutig flüssiger und besser. Was habe ich noch gemacht? Das hinten habe ich so gelassen. Das war eigentlich so ganz gut. Ich habe die eine Seite noch schwarz geklebt. Das sieht man hier mit dem schwarzen Band, was mir der Thomas da mitgeschickt hatte. Unten drunter habe ich ein bisschen Grat weggedremelt, aber das sieht man eh nicht. Also halt ein bisschen verfeinert. Er ist noch nicht ganz fertig. Ja, das ist eigentlich alles, was bis jetzt so passiert ist. Wie gesagt, es werden jetzt noch ein paar Videos folgen. Und mal sehen, was jetzt noch so an Updates kommt. Ich halte euch natürlich wie immer auf dem Laufenden. Vielleicht, wenn jetzt mal das Wetter ein bisschen mitspielt, weil ich wollte unbedingt noch ein Schnee-Scale-Video machen. Aber der Schnee ist ja immer nur ein paar Stunden irgendwie bei uns, immer nur nachts oder abends. Und früh ist er wieder weg. Kann man halt, ihr habt es ja in meinem Kyosho-Video gesehen, kann man nicht so geile Aufnahmen mitmachen. Ist halt dunkel, ne? Low-Light-Verhältnisse ist nicht so cool für Cams, leider. Naja, ich hoffe, das reicht und beantwortet eure Fragen, die ihr jetzt hattet dazu. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Mischmasch VE Raceback Neo 2 MP9 Dingens. Also er hat schon viel bekommen von allen möglichen Kyoshu-Orten oder Inferno-Orten. Viele haben